Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles um Themen Bindungstrauma und Beziehungen. Und heute möchte ich mit dir eine Meditation durchführen, eine Meditation zu Selbstliebe. Hier kannst du auch das Video zum Thema Selbstliebe sehen, was ich auch hier veröffentlicht habe. Und einige von euch haben nach einer Meditation dazu gefragt. Eine Meditation ist eine tolle Möglichkeit, mehr mit sich selbst zu besinnen, mit sich selbst zu verbinden. In unserer Zeit sind wir so oft im Draußen. Und gleichzeitig, es gibt so viele Studien, die zeigen, wie wichtig Achtsamkeit ist, wie hilfreich sie ist, um weniger Stress zu erleben, um besser zu schlafen, um generell vom Leben zufriedener zu sein. Und diese Meditation, was ich mit dir heute machen würde, hat ihre Wurzel vor 2500 Jahren. Dann lade ich dich ein, eine angenehme Position zu finden für dich. Du kannst sitzen mit einem geraden Rücken oder du kannst dich entspannt hinlegen. Finde eine Position, die für dich in diesem Moment passt. Und spüre, wie dein Körper auf der Unterlage ruht. Atme tief und gleichmäßig ein und aus. Spüre, wie mit jedem Atemzug Ruhe in deinen Körper einkehrt. Lasse alle Gedanken los, die dich belasten. Wenn irgendwelche Gedanken auftauchen, du kannst sie wie Wolken im Himmel beobachten. Gerade es gibt nichts zu tun. Jetzt ist ein Moment nur für dich. Stell dir vor, wie ein warmes, sanftes Licht über dir schwebt. Dieses Licht steht für Liebe und Akzeptanz. Lasse dieses Licht langsam auf dich herabsinken, bis er dich vollständig umhüllt. Spüre, wie dieses Licht jede Zelle deines Körpers mit Wärme und Zuneigung füllt. Jetzt denke an dich selbst und wiederhole in Gedanken. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich sicher sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Fühle, wie diese Worte tief in dein Bewusstsein eindringen. Möge ich glücklich sein.
möge ich gesund sein. Möge ich sicher sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Mit jedem Wiederholen verstärkt sich das Gefühl der Selbstliebe und des inneren Friedens. Stelle dir vor, wie jede Silbe dieser Worte wie ein sanfter Regen auf dich niederfällt und dich nährt. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich sicher sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Visualisiere, wie du in deinem Alltag glücklich und zufrieden bist. Sieh, wie du gesund und voller Energie durchs Leben gehst. Stell dir vor, wie du sicher und geborgen bist, umgeben von Menschen, die dich lieben und unterstützen. Fühle, wie du mit Leichtigkeit und Freude den Tag meisterst. Halte diese positiven Bilder und Gefühle in deinem Herzen. Lasse sie zu einem festen Bestandteil deines Seins werden. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Möge ich sicher sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Wenn du dich bereit fühlst, dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit mehr zu dem Hier und Jetzt, zurück zu dem Raum, wo du dich gerade befindest. Bring ein bisschen Bewegung in deine Finger, in deinen Körper. Nimm noch einen tiefen Atemzug ein. Und wenn du soweit bist, öffne dann langsam und allmählich deine Augen. Trage diese Gefühle der Selbstliebe und Akzeptanz mit dir in dem Hier und Jetzt. Du kannst nochmal dich selbst streicheln, deinen Körper. Diese Energie auch in deinem Körper reinmassieren. Das magst du nochmal dir selbst umarmen. Sei auch dankbar für dich selbst, dankbar für dein Leben, dass du jetzt die Zeit hast
für diese Meditation, dass du die Ressourcen hast, diese Meditation anzuschauen. Wofür bist du auch in deinem Leben dankbar, im Hier und Jetzt? Es kann was Kleines sein, was Großes sein. Ich bin auf jeden Fall dir sehr dankbar, dass du die Zeit genommen hast, dir diese Meditation anzuschauen. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit mit dir selbst, volle Selbstliebe. Wenn die Meditation dir gefallen hat, du kannst sie auch immer wieder anhören, das zu wiederholen, es hilft. Wir brauchen eine Wiederholung. Du kannst auch sehr gerne das Video liken. Und schreibe gerne in die Kommentare, wie ging es dir mit der Meditation. Wenn du keine weiteren Videos von uns nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Und pass gut auf dich selbst auf. Ich danke dir.